Herzlich willkommen, meine Damen und meine Herren, zu Miknaufs Daily zur Wochenmitte. Ja, Ostern, hoffe ich, haben Sie alle gut überstanden. Da hatten wir ja mal ein paar ruhige Tage, um dementsprechend mal runterzufahren, mal durchzuatmen, mal durchzuschnaufen, eventuell sein Portfolio mal neu zu ordnen, neu anzuschauen und dabei halt eben auch mal einen Blick auf den Markt zu schmeißen. Ja, der ist momentan dann doch relativ angeschlagen, müssen wir sagen. Wir tauchen immer wieder ab unter die Marke von 12.000 Punkten. Aber das ist ja großartig und nicht verwunderlich. Das Thema Handelskrieg zwischen China und den Vereinigten Staaten scheint ja immer mehr auszuufern im wahrsten Sinne des Wortes. Der eine verhängt Strafzölle, der andere legt dann dementsprechend nochmal hinterher. Und so ist es tatsächlich dann doch ein Katz-und-Maus-Spiel. Naja, was natürlich den Börsen und dem Freihandel überhaupt nicht recht ist, überhaupt nicht zu Pass kommt. Verständlich, dass da die Börsen sich allmählich auch mal ein wenig abducken. Selbst wenn der Dow Jones wie gestern dann doch über der Marke von 24.000 Punkten geschlossen hat, naja, dann sehen wir, wir nehmen diese Kraft einfach nicht mit. Unser DAX aktuell bei 11.820 angekommen zur Mittagsstunde. Da geht es also dementsprechend 1,5%, 180 Punkte nach unten. Ja, die Marktteilnehmer sind und bleiben einfach vorsichtig, was man ja aktuell auch durchaus bei dieser Gemengelage verstehen kann. Und es ist das, was ich in den letzten Tagen und Wochen immer wieder gesagt habe, ein Rutsch unter die 12.000er-Marke auf die 11.800er ist wahrscheinlich und diese Wahrscheinlichkeit, die ist aktuell auch eingetreten und von da liegen wir auch relativ schnell bei 11.500 oder sogar bei 11.300. Diese Woche werden wir ja nochmal Arbeitsmarktdaten aus den Vereinigten Staaten bekommen, vor allen Dingen dann am Freitag der große Arbeitsmarktbericht, da werden wir natürlich konjunkturell drauf schauen, aber wie gesagt, fundamental mag ja alles soweit noch in Ordnung sein. Wir hatten ja gute Quartalszahlen von den DAX 30, muss ich sagen. Aber trotzdem, rein technisch ist und bleibt der Markt natürlich angeschlagen. Und wie gesagt, da sind eher Marken nach unten als nach oben aktuell offen. Das heißt also, Sie müssen sich ein bisschen wärmer anziehen, ein bisschen vorsichtig sein, wie ich Ihnen sage seit Tagen und Wochen schon. Halten Sie Cash, warten Sie ab, denn jetzt haben Sie vielleicht die Möglichkeit, sich dann doch unten zu billigeren Kursen dementsprechend dann doch einzukaufen. Ja, und da sind tatsächlich momentan alle Branchen betroffen. Wenn es nach unten geht, muss man sagen, da haben wir keine einzelnen Branchen, die sich da positiv hervorheben. Gut, Beiersdorf und Merck liegen heute mal marginal noch im Plus, aber ansonsten geht es relativ deftig nach unten. Aktuell vor allen Dingen für Infineon. Ja, das heißt, die Chipbranche ist momentan etwas angeschlagen, liegt aber auch vielleicht an der Nachricht von Apple, dass Apple 2020 seine eigenen Speicherchips dann doch verbauen möchte in den PCs, in den Laptops und da nicht mehr auf Fremdfirmen zurückgreifen möchte. Ja, und das hat Intel diese Woche massiv in Amerika unter Druck gesetzt, weil bisher hat man ja mit Intel zusammengearbeitet und wenn Intel geschädigt wird, dann wissen wir ja, dass auch dementsprechend eine Infineon relativ schnell mal hinterherläuft. Denn die Personaldiskussion, das Karussell bei der Deutschen Bank dreht sich auch nach wie vor weiter. Jetzt geht es ja natürlich nicht nur um den Vorstandschef John Crine, für den man ja angeblich einen neuen Mann sucht. Nein, auch der Aufsichtsrat soll ja dementsprechend hier neu bestückt werden. Ja, und dann müssen wir mal abwarten, wie es dementsprechend bei den Deutschbankern weitergeht. Die Aktie mittlerweile sogar unter 11 Euro bei 10,50 Euro abgetaucht. Und da muss man fairerweise sagen, ja, es ist die schwächste Aktie innerhalb des Leitindex, innerhalb diesen Quartals. Da hat die Aktie schon mehr als 30% innerhalb des Jahres 2018 verloren. Da lag der DAX ja im ersten Quartal nur bei minus 6%. Da hat man sich noch relativ gut gehalten. Aber es ist und es bleibt natürlich auch ein schwieriges Jahr, dieses Jahr 2018. Vor allen Dingen immer wieder natürlich das Thema Geopolitik und die Maßnahmen von Donald Trump in Bezug auf den Protektionismus gegenüber den Vereinigten Staaten. Ja, der scheint allmählich tatsächlich ausufern zu werden. Positiv muss man sagen, hatten wir gestern dann die Nachricht in den Vereinigten Staaten. Die hat mich dann doch etwas überrascht. Spotify, der Musikstreaming-Dienst, ist ja an die Börse gegangen, hat mal einen ganz eigenwilligen Börsengang gewagt. Die haben nämlich gesagt, okay, wir haben diese und jene Aktien. Wer kaufen will, der soll kaufen. Ansonsten
sehen wir hier keinerlei andere börsianische Maßnahmen. Ja, und die Aktie ist rausgekommen zu 132 US-Dollar und lag dann gestern dann zum Schlusskurs bei 149 US-Dollar. Da muss man sagen, für einen Streamingdienst, der aktuell noch überhaupt kein Geld verdient, zwar viele, viele Kunden hat, aber wo die schwarze Null wahrscheinlich auch in den nächsten Tagen und Wochen noch auf sich warten lässt, scheint man da allerdings relativ viel Fantasie mit hineinzubringen. Vor allen Dingen alle anderen Portale, ob nun Amazon oder halt eben verschiedene andere Musikportale, schlafen ja nicht. Auch die bieten ja ihren Kunden diese Streamingdienste an. Wird man mal abwarten müssen, ob denn tatsächlich hier dann Spotify seine Zahlen in den nächsten Wochen und Monaten verbessern kann. Ja, hierzulande ist das Börsenumfeld ja aktuell nicht gerade geeignet für Börsengänge, für IPOs. Da sehen wir ja, dass wir tatsächlich hier in einem schwachen Marktumfeld dementsprechend dann auch eher schwächere Börsengänge haben. Das haben wir ja vor ein paar Tagen, vorletzte Woche gesehen, beim Börsengang der Deutsche Banktochter DWS. Ja, die kam ja auch nicht so richtig aus den Gängen, muss man sagen. Dagegen die Siemens Healthineers, die wir vor 3 Wochen an die Börse bekommen haben, die scheinen sich dann doch relativ positiv nach oben zu entwickeln. Aktueller Kurs über 34 Euro. Ja, und da waren es ja die Analysten der Main First, die hier Kursziele von an die 38,50 Euro genannt haben. Und da scheint sich die Aktie allmählich anzunähern. Also soweit zuerst einmal hier von mir aus der Börse heraus, meine Damen und Herren. Bleiben Sie ruhig, bleiben Sie vorsichtig. Fangen Sie jetzt nicht an, in wilder Panik zu verkaufen. Das bitte auf gar keinen Fall.